Was hast du hier verloren? Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Feuerrot Edition Let's Change. Eine Herausforderung von Rocket Trüpel. Also sind wir immer noch in Rocket Top Quartier, wie ich das sehe, und Windowstron Level 30. Ja, okay. Geht ja relativ schnell. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwelche Probleme haben werden, in der Pokémon Arena. Pokémon Arena, ja, genau, in der Arena, in dieser einen Arena. Nee, ich meine, in der Top 4. Wobei, da sind die natürlich nochmal deutlich stärker. Ich weiß, ich will es jetzt tatsächlich nicht schwören. Ich muss mal gucken, wie viele Orden haben wir überhaupt. Ich meine, den letzten habe ich geholt, das war der Dingsorden. Der Dingsorden, genau der. Oh, wir haben gerade mal 4 Orden. Gott, sind wir scheiße. Okay. 4 Orden. Okay, gegen den habe ich schon gecatcht. Ah, okay, hier gegen den habe ich schon gecatcht und hier war eine Tür. Okay, dann welche Stock sind wir denn? Jetzt im U1S, U2S, da kommen wir wahrscheinlich her. Oder? Erinnere ich mich auf jeden Fall auch daran. Oder? Habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Geh mal hier hoch. Ich habe so absolut null Orientierung, aber scheinbar sind die schon alle besiegt. Okay, dann gehe ich mal ganz runter. Eventuell hilft mir das, was ich nein! Oh Gott, zum Glück. Ich dachte, jetzt fährt er wieder hoch. Okay, ist gar keiner. Gegen die beiden wurde auch schon gecatcht. Okay. Gnade, Boss, ich habe versagt. Hier willst du das Team Rocket zugrunde richten? Ja, okay, sichern brauche ich eigentlich gar nicht. Na, Giovanni? Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höhlenqualen zu erleiden. Wicht. Ja, Höhlenqualen. Genau diese Qualen. Höhlenqualen. Ach Gott. Ich bin mal wieder in Topform. Eine Herausforderung von Boss Giovanni. Onyx wird von Boss Giovanni in den Kampf geschickt. Da haben wir ein relativ gutes Matchup für mit Aquana. Ist zwar nicht wirklich, oder? Doch, das ist sehr effektiv richtig. Shiggy war das Pokémon. Shiggy und Bisasam waren die Pokémon, die in der ersten Arena gut wirken. Richtig, so war das. So war das. Und jetzt kommt ein Rihorn. Oh, okay, er macht's mir leicht. Vor allem da die auch relativ low sind, die Pokémon. Und was kommt jetzt noch? Ein Kangama. Okay, Kangama ist normal und es ist Level 29. Und es kommt ein Mogelhieb natürlich. Okay, zum Glück. Ah, und jetzt kommt Biss. Ah, okay. Zum Glück macht er nicht allzu viel Schaden. Das liegt aber auch an Aquanas Defensivstärke. Also physische Defensivstärke. Aber die Tatsache, dass ich zurückschrecke, ist natürlich nicht ganz so geil. Ich kann auch mal gucken, was für Pokémon ich denn noch habe. Tatsächlich könnte Timmy ein bisschen Training gebrauchen, aber ich glaube, der würde gegen Kangama ziemlich schnell auf die Bretter gehen. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dass der. Ja, okay, es ist Mega-Hieb. Bei einem Kangama. Das. Nein, nicht Zerschneider. Verdammt, ich muss die Attacken sortieren. Das ist aber richtig ekelhaft. Außerdem will ich endlich, dass Timmy Schlitzer lernt. Mann. Okay, er benutzt also keine Tränke. Und er senkt meine Verteidigung, obwohl das bei Timmy so gut wie egal wäre.
Na, jetzt bekommt Timmy wenigstens die komplette Erfahrung. Und erreicht Level 29. Boss Giovanni besiegt. Nein, ich habe kläglich versagt. Das hast du, Giovanni, und ich habe noch 280 Pokédollar so aufgehoben, wegen... Weil Snobbilly Cat bzw. Smoothie ja Pokédollar scheißen können. Offensichtlich. Ah, offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dann ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Das ist schön, dass wir uns wiedersehen werden, Giovanni. Oh, hier haben wir den Cisco. Ah, jetzt kommen wir nämlich zurück, nach Dingens. Habe ich eigentlich ein Fuchtseil? Habe ich ein Fuchtseil? Das würde mich jetzt sehr interessieren, ob ich ein Fuchtseil habe. Ein Fuchtseil hier. Und tschüss. Jetzt können wir nämlich zurück in die Stadt. In die Stadt Lavandia City. Ja. Und da können wir dann Knogger erlösen. Würde ich es jetzt mal nennen. So, jetzt mache ich aber erstmal den hier hin. Windhof kommt jetzt auf diesen Platz hier. Braucht es immer schön sortiert. Und hier, du machst mal Bericht, bitte. So, zur Schneider kommt mal ganz runter. Bis kommt vor Finte. Okay, Moment, ich tausche mal Zahltag mit Finte aus. Dann, sobald Timmy Schlitzer lernt, kann ich nämlich Finte vergessen lassen und Schlitzer dafür lernen. Okay. Zerschneider braucht's hier. So, dann machen wir nochmal Äffchen. Was hast du denn für Attacken? Geowurf, Karateschlag, Fußkick und Kratzfurie. Ja, das passt eigentlich, die Anordnung. Speedy. Nein, ich wollte nicht B drücken. Donnerblitz, Ruckzuckhieb, Donnerwelle und Blitz. Das passt auch. Okay, Moon. Das passt auch. Windhof. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen was umstellen. Zum Beispiel das hier. Aber sonst passt es auch. Und Flame. Ja, das ist auch in Ordnung so. Der könnte auch mal ein paar neue Attacken lernen. Ich meine, Kratzer und Heuler braucht ja keine Sau. Wobei Heuler ist ja eigentlich ganz nützlich. Aber ist halt nicht wirklich gut. Okay, so. Dadurch dürften wir jetzt auch gehen. Ich schiebe hier Wache. Puh, ich bin so durstig. Halt, stopp, der Durchgang ist gesperrt. Hey, habe ich kein Wasser mehr dabei? Ich habe Tafelwasser zumindest mal. Okay. Ich weiß, den muss ich irgendwas zu trinken geben. Ich gehe einfach mal ins Einkaufszentrum und hole mir von allem etwa. Das ist nicht das Einkaufszentrum, oder? Was bist du? Du sollst dein ganzes Geld nicht für Getränke ausgeben. Versuch das hier. Tee. Moment. Gegen Durst ist nichts besser als heißer Tee. Er ist einfach am besten. Moment. War das jetzt wirklich. Moment. Habe ich jetzt durch Zufall rausgefunden, habe ich durch Zufall die richtige Person angesprochen, die ich jetzt brauche, weil... Nee. Oh, diese... Oh Gott, ich bin so unglaublich gut. Ich habe das nicht mal gewusst. Oh, dieser Tee riecht so lecker. Hä? Ich kann ihn haben? Wow, das ist nett, danke. Falls du noch Sophonia City möchtest... Dann darf es passieren. Ich teile den Tee mit den anderen Wächtern. Unglaublich. Ich glaube nämlich, im Original war das so, dass man... Hey, Rocket. Sephronia City gehört dem Team Rocket. Okay. Ich guck mal kurz auf die Karte, wo wir eigentlich sind. Wir müssen ja nach Lavandia. Lavandia, ja. Genau, jetzt sind wir nämlich direkt in der Mitte, in Sephronia City.
Da waren wir, glaube ich, vorher noch gar nicht. Hier dürfte der Kampforden sein, also die Kampfarena. Und hier hat Team Rocket alles besetzt. Okay, eine Kampfarena und die normale Arena. Nee, Sabrina, okay. Die Kampfarena, das ist so ein Extra. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die Route 8 und... Ja, gehen zum Pokémon-Turm. Und gucken, dass wir da jetzt... Dim 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 da 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 Pokémon-Turm. Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt schon waren. Also in Sachen auch normale Pokémon-Kämpfe beschreiten, beziehungsweise normale Trainerkämpfe. Ich glaube nämlich nicht, dass wir das schon gemacht haben. Oh, ich hasse diesen Pokémon-Turm, weil man nicht rennen kann. Und? Okay, dich haben wir schon besiegt, scheinbar. Oh, jetzt spackt es ein bisschen rum. Verschwinde, böse Geist, böser Geist. Ja, ich bin ein böser Geist. Hallo, mein Name ist böser Geist. Okay. Walburga, ja. Nebulak, okay. Bis. Das ist sehr effektiv. Natürlich ist es das. Ich weiß, dass das. Sonst hätte ich das nicht eingesetzt. Aha. Und Walburga besiegt. Puh, der Geist ist verschwunden. Und da kommt schon die nächste. Buhu, ui, buh. Okay. Anastasia. Und noch ein Nebulak, das ein One-Hit sein wird. Wobei, 24 ist 2 Level drüber. Mal gucken, ob das noch ein One-Hit ist. Ja, ist noch ein One-Hit. Anastasia besiegt. Hm, was mache ich hier? Keine Ahnung. Komisch sein. Ernsthaft, auf der Nebel, der bringt das Spiel zum nicht flüssig laufen. Das ist richtig ekelhaft. Okay, jetzt erkenne ich die und es wird noch nicht mal angezeigt, dass ich sie erkenne. Weil normalerweise erscheint hier ja Geist. Gegen den man nichts machen kann. Der Selbstkopf kann Geister identifizieren. Okay, ja super. Dafür bin ich jetzt da hochgelaufen. Danke, Spiel. So, ich mach mal was gegen... Moment. Wo habe ich das denn? Schutz. So. Und natürlich laufe ich wieder falsch. 20.000 Mal. Arg. Ich verfluche dich. Buh. Bam, bam, bam. Exorzistin Birte. Ein Nebulak. Ja, so ein Nebulak bzw. halt ein Gengar wäre auch schon eine coole Sache, aber dazu müsste man halt Pokémon tauschen. Und das können wir nicht. Beziehungsweise es geht bestimmt irgendwie. Aber zu kompliziert. Deswegen lasse ich das einfach. Und nur ein Alpollo will ich auch nicht haben. Wobei ich finde tatsächlich Alpollo cooler als Gengar. Aber das nur mal nebenbei. Was ist passiert? Ich weiß nicht, ihr seid alle komisch. Vielleicht ist das passiert. Okay, ein Elixier. Buhu, buhuhu, lass mich in Ruhe. Roswitha. Okay, auch ein Nebulak. Nein, ich wollte nicht. Okay. Macht auch 60 Schaden, von daher dürfte es eigentlich genauso ein One-Hit sein, richtig. Und Level 30. Team erreicht Level 30. Und immer noch kein Schlitzer. Verdammte
Scheibenkleister. Garg. Red hat Superball erhalten. Red. Red. Okay, und da meldet sich mein Timer. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal bei Taui weiter und hier im Turm und so und Knogger und so. Haha, bis zum nächsten Mal, Leute. Servus.